Ich freue mich, dass ihr auf unserer Internetseite gekommen seid und euch die Tutorials anschaut, wie man selbst und einfach auf unserer Seite die Versicherungen in allen Bereichen berichten kann. Das teilt sich in 2 bis 3 Teile auf, die Tutorials bitte anschauen. Der erste Teil ist an sich, wie vergleicht man Versicherungen, welche Leistungen, wo wir tiefer in die Beratung nicht eingehen. Die muss man sich halt mal wirklich genau anschauen. Und wie kann man also auch dann die Versicherung relativ einfach und zeitnah abschließen? Falls da noch Fragen sind, auch kein Problem. Die Kontaktdaten stehen hier drauf. Ihr könnt uns anrufen, eine Mail schicken. Mein Name ist, wie gesagt, Matthias Müller-Blech. Ich bin einer der Geschäftsführer von der MFV Maklerkanzlei. Wir befinden uns wieder auf unserer Internetseite Sachversicherung mvmakler.de. Wir gehen auf Kfz-Versicherung. Das Programm öffnet sich wieder. Natürlich muss ich jetzt, sorry, das muss natürlich weg. Entweder ist ein bestehendes Auto oder neu. Machen wir mal ein bestehendes Auto, ich will bloß die Versicherung wechseln. Fahrzeugdaten eingeben, als nächstes, man kann eigentlich keine Fehler machen, entweder man macht das Modell oder man gibt die Daten, die Herstellernummer ein oder die Typschlüsselnummer, findet man den Kfz-Fahrzeugschein. So, wenn der Typ fehlt mir noch, jetzt kommt er, okay, weiter geht's. Beispiel Auto Skoda, Baujahr so und so viel. Man muss natürlich die erste das Fahrzeug hier eingeben, aber wann es wirklich mal erst zugelassen ist, nicht auf einen selber, sondern tatsächlich erst zulassen. Und ob es privat oder gewerblich genutzt wird, wie viel Kilometer fahre ich? Nächtlicher Stellplatz wichtig, wo steht er abends, ist es abschließbar, ist es Parkauf und so weiter. Hat man Saisonkennzeichen und wann möchte ich dann die Versicherung wechseln? Üblicherweise immer zum 1.1. Kann man machen, kann man auch so stehen lassen. Okay, machen wir den 1.1. Weiter. Dann natürlich die Daten des Versicherungsnehmers wichtig. Wann Führerschein erworben, welches Geburtsdatum. Schön eingeben, nichts vergessen. Beruflicher Status, Postleitzahl, die Punkte in Flensburg, will man natürlich auch wissen. Wer fährt das Auto? Entweder nur der Versicherungsnehmer oder weitere Personen. Wann ist das Fahrzeug zugelassen worden? Auf einen selber. In dem Fall nehmen wir die Erstzulassung. Wo ist es versichert? Wie lange? Ist der Vertrag gekündigt? Natürlich auch wichtig. Und welche Schadensfreiheitsrabatte habe ich? Bei der Vorversicherung. Und habe ich eine Kasko oder habe ich keine gehabt bis jetzt? So, Berufe.
Ist ein weiterer BGW versichert? Branche wichtig, Arbeitsweise wichtig. Arbeitgeber muss man nicht eintragen, kann man, wenn man will. Natürlich noch ein paar Punkte, die es weiter reduzieren könnten. Jetzt bekommt man die Ergebnisse. Das kann ich dann nochmal ändern, wenn ich will. Sagen wir, ich gehe bei der Vollkasko vielleicht auf 300 Euro. Der SB kann man hier machen. Einfach eingeben. Dann wird es neu berechnet. Zahlungsweise ändern, wie ich möchte. Werkstattauswahl und so weiter. Wir machen mal freie Tarife. Okay. Geschmackssache, kann man ein bisschen Geld sparen. Jetzt werden alle Tarife gerechnet. Und jetzt kommt man hier zu den Ergebnissen. Man kann hier sehen, bei welchem beste Preis, Kundenbewertung zuerst oder halt die niedrigsten Preis zurecht. Hier haben wir die besten Noten zuerst. Also die beste Note ist, hat die beste natürlich Abwicklung. Ne? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann ja in diese Leistungsdetails reingehen. Man kann auch mehrere Gesellschaften mal vergleichen. Hier haben wir dreimal verglichen, dann kann ich das in aller Ruhe durchgehen, können wir jetzt nicht darauf eingehen. Und dann entscheide ich mich, für welche Gesellschaft ich hier raussuche. Ne? Muss man sich Zeit lassen. Okay. Zum Antrag. Titel raussuchen. Postleitzahl, klar, Musterstraße, Nummer raussuchen, falls Rückfragen sind. Das muss man schön abarbeiten. Weiter geht's. Ist halt etwas umfangreicher als die anderen leichteren Versicherungen. Ach, gültige Mailadresse. Naja, vielleicht eine falsche eingeben. Müssen wir halt eine andere eingeben. Mal sehen, was ich angebe. Sollte eigentlich keiner die Daten wissen. Warte mal, machen wir es mal anders. Weiter geht's. Kennzeichen zu Ihrem Fahrzeug, natürlich wichtig, in der Einstufung, Identnummer auch wichtig. Ich gebe jetzt meine Musteridentnummer an, ja, falsch geschrieben, sorry. Wieder falsch, naja, wir werden es wohl hinkriechen. Jetzt haben wir es. Identnummer, gibt es Vorgaben? Geben wir mal eine ein, die mir so einfällt. Muss bestimmte Sachen erfüllen. Ich hoffe, die erfülle ich jetzt. Sehen wir gleich, wenn ich auf Bestätigen gehe. Kilometerstand, den aktuellen eingeben. Vorversicherung angeben, dass die Vorversicherung angeschrieben werden kann. Ah, fehlt doch irgendwas.
Ach, die Addendum ist kurz. Müssen wir was eintragen noch. Ich hoffe, jetzt stimmen Sie. Mal gucken. Immer noch nicht. 17 Stellen muss ich haben. Also, wie gesagt, ist eine Musteridentum. Ihr müsst dann schon die nehmen, die bei euch im Fahrzeugschein steht. Weiter. IBAN-Nummer. Niemals auch wieder eine Muster. Bankverbindung, die ich mir rausgesucht habe, aus Datenschutzgründen, die trage ich hier ein. Lastschriftmandatdateien, weiter geht's. Okay, und jetzt kann ich ja, wenn ich alles mir ausdrucken, abspeichern, wenn alles passt, kann ich dann natürlich auf Bestätigen gehen, Beantragen gehen, hier oben. Muss vor dem alles prüfen, kein Risiko. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.